informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit im Jahr 2022. Auch in diesem Jahr wollen wir von Montag bis Freitag je eine Region der Lausitz näher betrachten. So starten wir wie gewohnt den Montag im Lausitzer Seenland. In den vergangenen Wochen haben viele Lausitzer dem Personal des Seenlandklinikums in Hoyerswerda gedankt. Zu Weihnachten bekamen aber auch die Kleinpatienten der Kinderstation eine große Überraschung. Das Lausitzer Seenlandklinikum in Hoyerswerda konnte sich im vergangenen Jahr über eine große Weihnachtsüberraschung freuen. Mit kleinen Weihnachtsgeschenken, Dankeskarten, selbstgebastelten Gestecken oder Süßigkeiten bedankten sich die Patienten, Bürger und Unternehmen aus Hoyerswerda und Umgebung bei den Mitarbeitern des Klinikums für deren enorme Leistungen, die sie Tag für Tag zum Wohle der Patienten erbringen. Dies geschah mit Hilfe der Initiative Hoyerswerda sagt Danke. Zudem gab es auch zahlreiche Überraschungen für die kleinen Patienten auf der Kinderstation. Am 24. Dezember sprach dann auch Landrat Michael Harig gemeinsam mit Hoyerswerdas Oberbürgermeister Thorsten Ruban-Zee sowie Bürgermeister Mirko Pink im Seenlandklinikum allen Mitarbeitern, die an den Festtagen arbeiten, seinen besonderen Dank aus. Und nicht zuletzt hatte sich der Fußballer Toni Janschke nicht nehmen lassen, wie in Edemer die Kinderstation des Krankenhauses seiner Heimat mit kleinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen. Das sächsische Wirtschafts- und Arbeitsministerium stellt weitere 2,3 Millionen Euro für junge Arbeitnehmer zur Verfügung. Bis 2024 sollen im Rahmen der Jugendberufsagentur Sachsen, kurz JBA, so angehende Arbeitnehmer und ihre zukünftigen Arbeitgeber zusammengebracht werden. In den 13 örtlichen Jugendberufsagenturen arbeiten insbesondere die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Jugendhilfe mit den Schulen und der Wirtschaft zusammen, um eine abgestimmte Unterstützung am Übergang von der Schule zum Beruf anzubieten. Laut JBA haben bereits alle Landkreise sowie auch die kreisfreien Städte Fördermittel beantragt. Die Kulturfabrik und das Deutsche Hygienemuseum Dresden suchen Erzähler und Erzählerinnen für die Sonderausstellung Fake – Die ganze Wahrheit. Am 1. April startet die Ausstellung im Hygienemuseum in Dresden. In der Ausstellung geht es vordergründig um Fragen rund um das Thema Wahrheit und Fälschung und darum, warum wir andere und uns selbst immer wieder belügen. In Kooperation mit der Kulturfabrik Hoyerswerda soll in den nächsten Monaten parallel zu dieser Ausstellung ein kulturelles Angebot in der Region entwickelt werden. Hierfür werden nun Interessierte gesucht, die bereit sind, über ihre eigenen Lügenerfahrungen zu sprechen und damit Teil der Ausstellung zu werden. Damit wird bei einem persönlichen Gespräch eine Tonaufnahme entstehen, die später in der Ausstellung zu hören sein wird. Interessenten können sich bis zum 9. Januar unter info@cooper-feuerswerda.de oder jacqueline.große@dhmd.de melden. Nach umfangreichen Ertüchtigungs- und Sanierungsarbeiten ist die Brücke in der Johannisthaler Straße in Hosena am 14. Dezember feierlich freigegeben worden. Von April bis Ende November dieses Jahres war die Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn so weit instand gesetzt worden, dass nun beide Fahrspuren ohne Beschränkungen genutzt werden können. Die Instandsetzung des Brückenüberbaus erfolgte mit 15 cm Beton zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 535.000 Euro. Wer verbundübergreifend in Sachsen mit Bus und Bahn unterwegs sein möchte, kann jetzt einfacher Tickets erwerben. Die Apps Handyticket Deutschland und MoveMe sind jetzt mit Sachsen Mobil ausgestattet. Es ist das erste umgesetzte Projekt, mit dem Fahrgäste auch für verbundraumübergreifende Fahrten einfach Tickets erwerben können. Entwickelt wurde Sachsen Mobil von den sächsischen Verkehrsverbünden.
Der Spremberger Ortsteil Seelissen hat beim Kreiswettbewerb von Unser Dorf hat Zukunft den ersten Preis gewonnen. Der Ort kann sich nun über eine Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro sowie eine Baumpflanzaktion im kommenden Jahr freuen. Mit dem Sieg vertritt der Ort nun auch die Stadt Spremberg und den Landkreis Spree-Neiße beim Landeswettbewerb. Die 11. Ausgabe von Unser Dorf hat Zukunft 2020-2022 findet im kommenden Jahr ihren Abschluss. Das Landratsamt Bautzen sucht für den Aufbau kommunaler Impfstellen Ärzte und medizinisches Personal. Der Einsatz soll ab Januar 2022 in der Impfstelle des Gesundheitsamtes in Bautzen und auch anderen Städten und Gemeinden im Landkreis erfolgen. Die Tätigkeiten umfassen die Aufklärung sowie die Durchführung der Impfung. Angesprochen sind ebenso Ärzte und medizinisches Personal, die sich bereits im Ruhestand befinden, heißt es aus dem Landratsamt. Anmeldungen zur bezahlten Mitarbeit in den kommunalen Impfstellen werden bis zum 27. Dezember über die Internetseite des Landkreises Bautzen entgegengenommen. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. In der Filiale der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in Hoyerswerda hängt seit neuestem ein ganz besonderes Gemälde. An dem sogenannten Mitmalbild konnten viele Bürger der Stadt ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Woher dieses Bild stammt und wer daran beteiligt war, zeigen wir Ihnen jetzt. In der Filiale der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in Hoyerswerda hängt seit kurzem ein ganz besonderes Gemälde. Das sogenannte Mitmalbild ist ein Kunstwerk, welches aus kreativen Ideen der verschiedensten Menschen entstanden ist. Die Idee dazu hatte die Künstlerin Anke Galle im Rahmen des diesjährigen Kunstlandstriches der Kulturfabrik Hoyerswerda. Auf Anfrage stellte sie ihre eigenen Bilder in der Fleischerei von Frank Sinapius im Juni aus. Ja, dann war eben die Idee, was kann man machen? Die Leute sollen ja nicht nur durch die Galerie gehen, es soll auch etwas aktiv passieren. Und da kam die Idee mit dem Mitmalbild, also eine große Leinwand organisiert, Pinselfarbe eingepackt, Schwämme, Spachtel, alles was man so braucht und dann in dem Hof bei Franz Sinapius mit aufgebaut. Und erstaunlicherweise ist es von unseren Besuchern sehr gut angenommen worden, was ich so gar nicht erwartet hatte. Ich hatte 3-4 Striche vorneweg gemalt als Animation und ja, und das Bild zum Schluss ist dann entstanden und da habe ich mich wirklich ganz doll gefreut, weil auch wirklich alle Generationen mitgearbeitet haben. Sowohl Kinder, aber auch das mittlere Alter, aber auch eben ältere Herrschaften. Und das war für mich auch ein Stück, ja, Dankeschön an die Galerie. Das Mitmalbild ist sozusagen ein Bild, gemacht von den Bürgern und Kunstliebhabern der Stadt. Das muss gesehen werden, dachte sich Anke Galle und entschied sich, es nicht weiter bei sich zu Hause hängen zu lassen, sondern für jedermann sichtbar zu machen. Nach ein paar Anfragen stand der Kontakt zur Sparkasse. Und die Sparkasse hat sehr positiv darauf reagiert. Wir haben uns dann ein paar Mal hin und her gemailt, was und wie und wo. Und ja, und seitdem hängt es in der Sparkasse, in dem öffentlichen Bereich, also oben in dem Wartebereich, wo auch verschiedene andere Kunstprojekte von der Sparkasse ausgestellt werden. Und es ist eben der Bereich keine Laufkundschaft, sondern da, wo man halt auch sich einen Platz nimmt, weil man einen Termin hat und dann eben sich inspirieren lässt von dem Mitmalbild. Insgesamt haben ca. 40 Personen an dem Werk mitgearbeitet. Es ist seit einiger Zeit für jedermann in der Filiale in der Hoyerswerda Altstadt am Schlossplatz 2 zu sehen und zu entdecken. Das war unsere Regionalzeit für das Lausitzer Seenland. Die nächste Sendung folgt am Montag in einer Woche. Bis dahin bleiben Sie gesund.